Yo, jetzt noch eine Stumble Guys. Let's go. Warte mal, was bist du denn für ein Wolf? Ich bin am Ziel, wuhu. Hey, warte auf mich. Oh, okay, das ist nicht das Ziel. Hey, warte mal, bist du Santi? Warte mal, ich Vitamine? Yo, ich bin eine orangene Karotte und... Santi, komm, wir müssen es schaffen, das ist Stumble Guys. Oh mein Gott. Los, denn hey, Freunde, wir sind heute in Stumble Guys mit D-I-D-N-W-B-D-J-S. Ja, boy, was geht ab? Schönen Namen hast du da, auf Dankeschön. Jeden Fall. Ist es unser Ziel, Freunde, hier in die Top 16 zu kommen. Ich glaube, das wird jetzt fast noch unmöglich, weil wir geträumt haben. Aber das ist Stumble Guys, Freunde. Ich denke mal, jeder von euch kennt dieses Spiel. Hier müssen wir es versuchen, ein Parcours zu absolvieren und bis ans Ende des Levels zu kommen. Und Sandy, würdest du es noch schaffen? Nee, oh, niemals. Ich schaff's noch. Und wo bist du? Warte mal. Oh, ich schaff's doch vielleicht noch. Yo, du schaffst es, Mann. Let's go. Wir sind qualifiziert für das nächste Spiel, Freunde. Und wenn ihr gerne mehr solch coolen Spiele sehen wollt, also mal Handy-Games, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Und jetzt wird das nächste Spiel entschieden. Und ich bin mal gespannt, was wir spielen werden. Jungle Roll. Erreiche die Ziellinie. Das klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Alter, wir starten die ersten Reihe. Ich gehe links. Ciao. Ich bin mal übrigens abgezogen von dir, ja? Ja. So, warte mal. Wir machen mal so ein Rennen. Übrigens habe ich noch so einen Noob-Skin, Freunde. Aber das werde ich gleich auf jeden Fall ändern. Und ich werde mal Sandy zeigen, wo der Hammer hängt. Denn ich spiele sowas ganz, ganz gerne am Handy. Oh, ja, alter Junge, was machst du denn für Bauchklatscher? Ja, die kann man nämlich fliegen. Man kann eben hier so Doppelsprung machen, Freunde. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, könnt ihr das, glaube ich, kostenlos runterladen. Im App Store oder Play Store. Könnte auch sein, dass ich raus bin. Nein. Nee, obwohl hier, guck mal, hier sind nur die Noobs noch von heute und morgen und gestern. Ich bin im Ziel, soll ich warten? Ja, warte und geh ruhig rein von mir aus. Warte mal, ich kann auch hier Emotes machen, Freunde. Aber dafür sind wir jetzt nicht gekommen. Denn ich gehe ins Ziel. Ciao. Hey, moin. Kann ich auch hier gesehen? Ja, guck mal, ich gehe. Oh, na gut, ich gehe von außen rein. So. Jo, ich bin qualifiziert. Jo, Alter, jetzt kommen alle. Und hier gibt es die verschiedensten Skin-Freunde. Hier ist zum Beispiel ein Küken oder ein Pinguin. Also, die haben echt coole Skins. Und nach diesem Game kommt schon das Finale, ne? Oh yeah, ich bin schon warm gespielt. Alter. Und ich bin ready fürs Finale. Ich auch. Freunde, over and under, over and out. Wer das Ziel erreicht, ist weiter und der Champion von dem heutigen Spiel. Oh mein Gott, Vitamine, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das Kopf-an-Kopf-Rennen wird natürlich Vitamine gewinnen. Das weißt du ja auch, ne? Oh mein Gott, okay, ich bin schon mal ein paar Mal hängen geblieben, muss ich sagen. Okay, und ich bin noch nirgendwo hängen geblieben. Au, Aua. Oh, ich bin wieder hängen geblieben. Der Kaktus hat mir ein bisschen wehgetan. Nochmal. Aua. Und, Alter Freunde, es sieht sehr, sehr gut aus für Vitamine. Wir müssen jetzt nur noch hier hoch. Und dann haben wir das erste Spiel gewonnen gegen Santi, beziehungsweise den anderen Menschen. Und Alter, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal frech. Hey, wo bleibst du, du Tortenko? Nein. Oh, warte mal. Ah, da kommt einer und bam, ich bin der Gewinner. Alter, Glückspilz. Was? Warte mal, nenn mich Vitamine YouTube den Gewinner. Ja, mit dem No-Skin, Alter. Guck Alter, jetzt an, dass ich mal ein Skin. Das ändert sich jetzt. Ja, okay. Okay, Freunde, wir holen uns erstmal einen kostenlosen Preis ab. Was werden wir bei unserem Glücksrad bekommen? Das ist ein gewöhnliches oder besseres Glücksrad. Und wir bekommen einen legendären Skin und... Oh Mann, ich dachte, voll gescammt, ey. Alter Junge, als ob du einen legendären Skin First Try ziehen würdest. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ich habe mir natürlich hier ein paar Punkte gekauft. Wir kaufen uns mal, würde ich sagen, für 175 5-mal Glücksrad-Spins. Und da gibt's jetzt episch oder besser. Und oh nein, fast einen legendären. Und wieder? Ja, und ich will auch gerne einen epischen eigentlich haben. Oh, der Feuerdrache wäre cool. Okay, ich habe einen Drache bekommen. Einen T-Rex. Nicht schlecht. Sandy, hast du Skins? Ja, den Fuchs. Oh Mann, den fast wieder legendär. Freunde, schreibt auf jeden Fall mir jetzt in die Kommentare, was habt ihr für Skins? Habt ihr epische, legendäre? Ich hab den ersten legendären Skin, den Polarbär. Und ich würde ja gerne noch einen Special Skin haben. Und ich bekomme noch einen. Hier, das sind alles unsere Skins. Einmal ein T-Rex, einmal so ein grünes Skelett, ein Partybär und hier noch so ein Mädchen. Aber wir machen natürlich den legendären Skin rein. Ein
Bär, ein Eisbär. Und hier kann man auch ein bisschen die Farbe ändern. Aber das sollte jetzt nicht so wichtig sein, Freunde. Und wir werden jetzt erstmal Sandy zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was du equipped hast. Jetzt werde ich aber Sandy mal die Grenzen aufzeigen im Icy Heiß. Also im Eiskrater oder wie auch immer. Überlebe erstmal die erste Runde, mein Hund. Okay, mit meinem Hund, das ist immer noch ein Eisbär, ja? Ach so. Boah, und Eisbären lieben ja normalerweise die Kälte. Dem ist echt perfekt. Sollte ich eigentlich das hier easy schaffen jetzt mal. So, zack, guck dir das an. Alter, die Abkürzung. Ja, und jetzt zeige ich dir mal, was ein Eisbär kann, ne? Ja, okay, so. Okay, ich gucke. Und jetzt, bam, das ist ein Trick. Okay, das war kein Trick, das war einfach nur so... Ja, da heftig. Da ist der Eisbär als erstes im Ziel. Nicht schlecht. Und, guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? Warte, ich sehe dich nicht. Warte. Oh, nein, da warst du. Da bist du. Yeah, guck mal, ich mache jetzt einen Seitensprung. Also okay. Und? Wow. Okay, du hast noch eine Chance. Alter, okay, jetzt kommen wir richtig viel. Oh, da... Was hast du gemacht? Ja, ich habe probiert, über die Seite reinzuschießen. Was für ein krasser Seitensprung. Wow, Sandy. Ja, komm, ey, Vitamine. Sei froh, dass du die erste Runde überlebt hast. Glückwunsch. Denk dran, es steht noch 1-1. Der Eisbär fällt auf jeden Fall nicht. Und diese komische... Was soll denn dein Skin eigentlich darstellen, Alter? Ein Fuchs? Ein hässlicher Fuchs, der stinkt. Junge, du siehst aus wie ein Hund oder irgendwie sowas. Hey, du bist doch kein Eisbär. Ich bin ein Eisbär mit einem Hockeyschläger. Und damit werde ich dich auf jeden Fall vermöbeln. Tschüssi. Aus dem Weg. Kann ich dich drücken? Jo. Alter. Ich hab dich mehr... Ja. Oh, nee. Schade, ich dachte, du bist Schiebung. Wie, was für Schiebung hier? So, Freunde, guck mal. Ich bin echt der Profi in dem Game. Ja, okay. So, Was machst du denn da? Ja, ich habe probiert, durch die Mitte zu gehen. Ja, das hätte ich dir gleich sagen können, dass das Quatsch ist. Aber, Vitamine... Alter, der rockt hier das Game, Freunde. Und macht das nächste Ding hier. So, jetzt will ich Seitensprung machen. Ja, okay, warte. Oh, nein, da warst du gerade. Okay, und... Wow. Heftig, ne? Alter. Ja, hallo, kannst du jetzt mal ausrasten? Ich hatte viele Jahre lang gelernt. Sandy! Ja, danke schön. Ja, komm, ist egal, Vitamine, ehrlich. Ey, sag mal, Leute, spielen wir hier nur mit Bots oder was? Die sind ja immer noch nicht fertig. Ja, ich weiß auch nicht. Guckt manchen zu, die kriegen ja nichts hin. Ey, guck dich das mal an. Die springen ins Nirgendwo. Warte mal, wir gucken mal den... Alter, die springen einfach mit Absicht runter. Okay, wir gucken mal den Dino zu und... Okay, der Dino ist raus. Rest in Peace. Alter, noch drei Leute, komm schon. Wir spielen echt mit den größten Noobs hier zusammen. Die es echt gibt in Stumble Guys. Hey, du bist doch kein Eisbär, nie im Leben. Doch, natürlich, was soll das sonst sein? Ein Polarbär. Sieht aus wie so ein Hund, so ein Pitbull oder sowas. Da stand Polarbär und ein Polarbär ist für mich ein Eisbär. Ja, ich glaube, du wurdest gescammt. Der einzige, der gescammt wurde, ist Lord Abyss. Ja, alles klar. Und Lord Abyss ist ein Alien, falls du es nicht gesehen hast. Finale. Ja, das ist aber so Glückssache, ey. Entweder man hat Pech oder man hat Glück. Oder man hat einfach nur ein Profi an sich. Ja, okay, ich bin raus. Warum? Ja, ich bin komplett am Anfang. Warum bist du das? Ja, ich bin runtergefallen. Schau mal, wo ich bin. Okay. Ja, du bist ganz vorne. Wir gucken nicht nach hinten. Das hat mich gerade ein bisschen nach hinten geworfen. Aber wer macht das souverän hier? Ich bin wie so ein Formel-1-Fahrer. Ja, nur dass du ein Polarbär bist, ein Stumblegeist. Und ey, Sandy, fast das Gleiche. Ich bin im Ziel. Soll ich noch cool warten auf dich? Warte auf mich. Ich bin auch gleich da. Oh, Alter. Hallo. Da wollte mir den Sieg klauen. Und damit hat der Polarbär den zweiten Sieg geholt, meine Damen und Herren. Glückwunsch. Sandy, mal ein bisschen ausrasten? Ja, Applaus, Vitamine, Glückwunsch. Okay, Sandy war jetzt nicht so überrascht, aber wir haben schon 100 Trophäen und 2 Kronen, Freunde. Das bedeutet, wir werden nochmal an unserem Glücksrad drehen. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Kaufen wir uns mal... Okay, wir können uns nur noch einmal kaufen, leider. Hoffentlich kriegen wir einen epischen, speziellen... Also, eigentlich wäre ein spezieller cool. Und wir bekommen... Oh, der Roboter wäre... Oh mein Gott! Nein! Freunde, habt ihr das gesehen? Alles gut? Das war ein übelster Scam! Ja, was ist passiert? Ich bin mein Spezial stehen geblieben und das ist nach rechts gerutscht. Jo, Spezial ist aber übelst. Das ist das Krasseste! Oh. Ja, Junge, 1% oder so. Roll nicht. Lad mich ein. Jetzt spielen wir den Floor Flip. Das bedeutet, wir haben hier Wippen. Und ich bin mal gespannt. Oh mein Gott. Okay. Die sind alle ganz schön schnell jetzt gerade unterwegs irgendwie. Alter, ich hab den Start verpennt, Junge. Warte mal, echt? Ja. Okay. Ich brauche Winterschlaf, mein Fuchs. Ja. Aber hier, ich renne mit dem Huhn ganz, ganz vorne. Ah, ist voll wieder runtergefallen. Bist du noch da?
Ja. Okay. So, oh mein Gott, Leute, das dreht sich. So, da muss man ein bisschen aufpassen, aber... Ich bin Zweiter! Nein! Okay, ich bin noch Zweiter. Denn ich bin sozusagen der beste Spieler auf der Welt. Ja, ich bin sowas wie ein Profi. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh nein, schaffst du es? Ich bin mal gespannt. Übrigens, es steht 2-1 für mich, ne? Du musst dich langsam anstrengen. Ja, ich gebe mein Bestes hier gerade, aber... Oh mein Gott, alter Schwede, ist das knapp hier gerade. Ja. Wir sind im Ziel und sogar als Erstes! Okay, wir gucken mal der Quadratbirne zu. Nee, achso, das bist nicht du. Da hat jemand den gleichen Skin wie du. Ja, ich bin ja ein Fuchs. Let's go! Ja, warte! Da bist du, Alter! Und da kommt sogar ein Polizist rein. Barry, der Polizist. Und Leute, schaut euch das mal. Manche springen dagegen die Wand, obwohl sie es nicht mal schaffen wie das Huhn hier. Alter, was geht denn mit den Leuten ab? Ich weiß, die sind alle verrückt. Ja, irgendwie sind die mega verrückt. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Herzlich willkommen zum Fußballspiel, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite sehen Sie Sandy, den Loser. Und auf der anderen Seite sehen Sie... Oh, okay, wir sind wieder den Profi. Ja, mach weiter. Jetzt hier weiter, dann anspreche. Okay, Freunde. Oh, 1-1, hey, habt ihr auch ein Tor gemacht? Ja, anscheinend schon. Aber wir... Also, ich bin gerade in der Verteidigung. Warte mal, wo bist du? Du bist auch im Tor, ne? Ja, Junge, ich vertraue meinen Mates gar nichts. Warte. Bam! Jetzt kommt mal ein Schuss auf dich! Junge. Der kommt. Okay, warte, den schieße ich jetzt aufs Tor von euch! Ja, mach doch, ich bin im Tor, ja. Ich warte hier. Bam! Jawohl. Ey, warte mal, City, das ist mein Ball. Oh, hast du das gesehen, Junge? Okay, ja, ich bin immer noch dabei. Keine Sorge, Leute. Und bam! Alter, was? 2-1 für Blau? Ja, schon längst. Ich weiß nicht, was du denn machst. Okay. Leute, noch 50 Sekunden haben wir Zeit. Was? Wie verteidigen die denn bei mir? Ich dachte, du bist im Tor. Nee, ich bin ja in Angriff gegangen. Ja, hat ja gut geklappt dann. Ja, aber ich schieße jetzt alle Bälle nach vorne. Ich bleib jetzt... Oh nein, bitte schieß doch ein Tor nach vorne! Niemals, ich bin hier der beste Torwart. Oh nein, Freunde, ich darf nicht... Oh, drei Bälle. Der geht. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, 2-2, Freunde. Mann. Und damit schieße ich jetzt aufs Tor. Nein. Oh, nein. Blau schießt. Okay, Skelett hat super abgewehrt. Junge, mein Gott, sie kriegen trotzdem mich hin zu verteidigen, die Lappen. Ja, weil... Könntest du dir eine Scheibe abschneiden vom Meister Vitamine? Ja, komm, steht unentschieden, Kollege. Ja, da hast du allerdings noch recht. Aber mein Eisbär hat ja auch... Ey, mein Team, wirklich. Warte mal. Oh mein Gott, schießen wir ein Eigentor? Hey, die schießen ein Eigentor. Okay. Ja! Wow. Bam. Hier ist Vitamine. Der Eisbär. Seht zu, wie... Oh, Sandy gefallen ist. Ja, okay, Vitamine ist gut. Ja! Die Honigwaben werden das Spiel entscheiden, Freunde. Wir dürfen nicht nach unten fallen. Aber es gibt hier einen kleinen Trick, den ich euch zeige. Ich werde mit Absicht 1-2 Plattformen runterspringen und werde hier schon mal, sage ich mal, ein bisschen kaputt machen. Falls die nächsten runterkommen, werden die... Oh, direkt durchfallen, aber hier sind ja schon welche. Ja, der macht auch die Taktik. Alter, ja. Wie schlecht. Alter, schon ausgeschieden. Ja. Es ist wirklich so manchmal. So, ich habe jetzt den Polizisten nach unten gehauen. Jetzt mach... Ach, guck mal, ich habe die ganze Plattform für mich. Ja. Ich mache jetzt hier alles weg, Freunde. Wenn der runterfällt... Oh nein. Okay, das Skelett ist weiter runtergefallen. Der Polizist auch. Ja, sieht gut aus. Oh, ich hab das Skelett ist auch aus. Okay, nur noch du und... Und wo ist der? Ja, der ist über dir, zweite Etage. Oh Mist, okay. Aber der rennt einfach durch. Echt? Okay, Leute, das ist unsere Chance. Jetzt haben wir so viele Blöcke, auch unter uns noch. Und ich denke mal, das sollte ein Free-Win sein, weil wir sowas wie ein Profi hier drin sind. Ja, der ist aber auch nicht schlecht da oben. Hat der noch so viel? Ja, aber der rennt einfach nur durch. Hä? Dann kann der doch aber irgendwann nicht mehr so viel haben, oder? Ja, gleich ist alles weg. Wir hätten das Zeit lassen. Okay. Er ist runtergefallen. Ich hab noch mega viel. Oh nein. Er ist da. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Aber ich habe unter mir auch noch alles voll, ne? Ach komm, er rennt einfach durch. Ey, nein, der kommt sogar zu mir. Ja, oh, Vitamine. Okay, wir sind jetzt hier auf der gleichen, bam, Ebene. Und er rennt halt wieder durch. Er rennt überall weg. Der? Keine Ahnung, Alter. Okay, Konzentration. Hey, hau mal ab hier! Der will den Weg absteigen, glaube ich. So. Er ist runtergefallen. Ja? Ja! Alter, wie schlecht spielt der denn? Trommelwirbel bitte! Wer hat gewonnen? Ja, Vitamine YouTube steht hier. Hörst du die Grillen, Senti? Grillen? Ja, ich auch nicht. Deswegen bist du noch nicht gestartet. Ja, ich bin doch schon dabei, ey. Okay. Alter, hier ist so richtiger Schleim, ne? Übrigens habe ich gerade... Weißt du, wer gerade gewonnen hatte? Ja, der Hund.
Das ist immer noch ein Eisbär. Naja, egal. Das ist Freunde, ein Hohlentüitermine. Lassen wir uns nicht ärgern von dem, der ist nur neidisch, dass er nicht gewonnen hat. Aber ich bin relativ gut dabei schon wieder. Und ich hole mir jetzt gleich den nächsten Sieg hier. Das ja, dauert mir alles. Warte, der Runterfall. Ja, nochmal machst du nicht die gleichen Fehler. Ja, warte mal, kann ich dich blocken? Oh. Nee, da ist die Nummer 1. Und guck doch das mal an hinter uns. Was für Noobs das sind. Ich guck dir gar das mal an. Nee, ich lass mich hier nicht ablenken. Alter, Freunde, schaut euch das mal, diese. Alle in den Tod gesprungen. Alle. Oh nein. Oh Gott, ey. Wir spielen hier mit tatsächlich über Noobs. Und ich bin GG, ja. Von mir aus bist du GG. Okay, Santi, nächste Runde. Und wir werden. Ich würde gerne mit gegen dich nochmal im Finale spielen. Nicht, dass der Noob halt vorher rausfliegt, verstehst du? Ja, Alter. Junge, okay. Ich knall dir überall gegen. Oh mein Gott, ich gehe gerade durch die Mitte durch. Ha, was machst du? Oh nein. Komm. Ich habe jetzt gerade ein bisschen. Ja, wieso durch die Mitte? Wie meinst du durch die Mitte? Ja, weil ich durch die Mitte gegangen. Oh mein Gott. Aha. So. Leute, konzentrieren. Oh. Alter, ich bin von allem weggeschleudert hier. Ja, manchmal ich auch. Aber ich bin wieder vor dir. Oh mein Gott, ich wurde wegge. Hä? Oh mein Gott. Hast du das Ding nicht gesehen? Doch, aber das Ding hat mich nicht gesehen. Was? Okay, hochspringen, dann warten. Hochspringen. Oh, nein. Was mache ich? Oh. Freunde. Was hab ich gemacht? Nein! Okay, ich bin raus. Nein. Ich bin raus. Oh nein, Freunde. Es der kann nicht Hund sein. Der Hund ist raus. Nein! Okay, das ist meine Chance. Ich muss jetzt gewinnen eigentlich. Ja, es steht 3-1 für mich. Guck mal, ganz links ist das Schweinchen. Das bist du. Ja, okay. Bitte ein gutes Finale jetzt. Und wir bekommen, oh Mann ey, das Piraten, also Lost Temple Finale. Da gibt es sogar eine Abkürzung. Na, die kennen wir aber nicht, die Abkürzung. Da rennt ja der Noob. Freunde, schaut ihn an. Wow, okay, geh links lang. Okay, dann gehst du. Ja, naja, okay, dann nimm nicht. Okay, oh mein Gott. Okay. Links wärst du halt echt schneller gewesen. Ja, egal. Ich schaff das schon. Okay. Alter, es steht dann 3-2. Und, okay, du machst es echt gut gerade. Ja, danke schön. Ich bin auch gut konzentriert gerade dabei. Oha! Hä? Jo, was machst du denn da? Du sprichst aber übel Dinger. Ja, wusstest du das nicht? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Oh, ich warte nicht. Lieber, ich mach safe. Okay, und hinter dir ist halt null jemand. Also, die. Hä? Was hast du da gemacht? Ja, Junge, ich dachte, ich kann da vorbei. Okay, und. Herzlichen Glückwunsch. Daumen nach oben. Der Fuchs hat sein zweites Spiel damit gewonnen. Yeah. Wer ist der Gewinner? Lese mich vor. Ja, D-I-D-N-W-B-I-D-J-S. Ja, das bin ich. Das ist mein Name. Okay, Freunde, letzte Runde. Sandy und ich, wir spielen um den letzten Sieg. Und ich bin mal gespannt, ob wir es nochmal schaffen werden, einen Sieg zu holen. Irgendeiner von uns beiden. Alles klar, okay. So wollen wir machen. Letzte Runde zählt. Okay, letzte Runde, der Gewinner. Wer am weitesten kommt, okay? Ja. Aber okay, ich denke mal, es wird sich erst im Finale entscheiden. Alter. Ich bin auch fast raus. Echt? Fast. Also, ja, ich bin auch voll gegen. Aber, so, kommst du nicht? Ach Mist, ich wollte so machen, dass du nicht hochkommst. Jetzt müssen wir aber eigentlich als Team zusammenspielen. So. Nee. Ah! Ey, jetzt lass uns zusammenspielen. Oh nein, jetzt. Ja. Oh mein Gott. Ja. Guck mal, C und 4, GG. Okay, kommen wir zum Tempelspiel, was Sandy vorhin gewonnen hat. Und jetzt kannst du nochmal zeigen, was du so drauf hast, außer Zahnbelag. Ja, ich werde es wieder einfach gewinnen. Ich gehe die linke Seite, ciao. Geh schneller? Ja, also wenn man sie kann. Das Problem ist, sie ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Alles klar. So, und bam, schau dir an. Oh, okay. Geile Abkürzung, Bro. Ja, Mann, Alter, die ist aber ein bisschen schneller, glaub mir doch. Okay. Oh. Alter, das ist gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei uns, ne? Ja. Oh. Und du schummelst sowas von. Du bist ein Schummler! Hä, wieso? Weil du da hochgesprungen bist. Ja, okay, und viel Spaß. Achtung, eine Kugel. Mann, ey. Und da ist die Number One. Ja, okay, ich muss warten, die Kugel kommt. Aber ich habe sowas von viel Abstand und. Wartest du? Nein! Okay, Freunde, wir werden das letzte Rennen im Lava Rush entscheiden. Und du hast einen viel besseren Spawn als ich. Ja, wow, Alter, ich bin nur ein bisschen vor dir gespawnt. Na und, es ist trotzdem besser für dich. So, okay, wir sind sehr nah aneinander.
Oh, ich dachte, du springst, ne? Ich dachte... Oh! Mein Gott, alter Schwede. Mein Fuchsfell ist schon fast verbrannt. Alter. Mann, ey, Sandy, bitte verlier doch mal. Nee. Ja! Okay, du bist schon mal auf jeden Fall sehr gut in die falsche Richtung gesprungen. Nein! Das war's. Das war's noch nicht, natürlich, aber ich hab die bessere Ausgangslage. Nein! Oh nein. Okay. Wo bist du? Ja, ich bin doch ganz am Anfang. Ich bin ja komplett zurückgesetzt worden. Ach so, komplett? Ja, so am Anfang von dem Lava-Ding. Ich bin wieder in die Lava reingefallen. Ich gehe raus, so, ich stehe keinen Bock mehr. Das bedeutet, Freunde, zack, zack, Vitamine rusht jetzt hier nach oben. Okay, wir rushen doch nicht hier nach oben. Wir gehen vielleicht den Weg. Okay. Oh nein. Oh Mann, ey. Warum komme ich gerade bei den Steinen nicht weiter? Hä? Was bin ich denn gerade für ein Noob? Also wie lange dauert das denn? Ich habe hier schon aufgegeben. Ja. Jetzt ist... Hä? Was? Leute, habt ihr das gesehen? Okay, ich bin im Ziel! Alter, das lange gedauert. Heute an. Freunde, ich bin's, Vitamine. Wenn ihr meinen Namen noch nicht kanntet, ich bin der Gewinner von Stumble Guys. Guck, das ist ein Hund. Siehst du nicht die Augen? Die sind braun da oben. Ich bin ein Tiger. Okay, Sandy, damit hast du auf jeden Fall heute verloren. Oh ja, der Fuchs muss sich geschlagen geben. Ganz genau. Und wir können sagen GG für unsere Leistung, Freunde. GG. Aber... ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat von Stumble Guys und ihr vielleicht noch einen zweiten Part gegen Sandy sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Schaut bei meinem besten Freund Sandy vorbei und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.